Einen wunderschönen guten Abend. Und zwar sind wir in der Nähe von Minden, wo mein Tätowierer des Vertrauens, nein, der Tätowierer meines Vertrauens, sagt man das so, ansässig ist. Und ich habe morgen wieder einen Termin und wir wildcampen jetzt. Darf ich das überhaupt sagen? Wir campen jetzt. Wir campen jetzt in der Nähe davon, also wir suchen gerade noch nach einem Schlafplatz. Wir haben zwei Parkplätze, ich muss gleich niesen. Wir haben zwei Parkplätze schon besichtigt und es war, also der eine, da war uns generell einfach zu viel los, weil da halt um die Zeit noch was los ist. Und bei dem anderen, das war irgendwie ein bisschen zwielichtig, das war jetzt ein bisschen komisch. Deswegen haben wir jetzt noch einen dritten Versuch und ich hoffe, dass das jetzt besser ist. An meinem Schuh klebt Konfetti-Kanone. Das habe ich ertreten. Sieht sehr interessant aus. Ich glaube, das ist so ein, von so einem Baum. Willst du eigentlich guten Tag sagen? Ja, hallo. Du kannst jetzt die Tür aufmachen und das versuchen abzumachen. Das da. Weil jetzt, die hat gerade rot geschalten. Ich muss mich übergeben. Ich muss kotzen. Dann mach doch die Tür auf, Junge. Ist hier was? Oh, nee. Kannst du uns einsperren? Was war das? Bestimmt ein Regenwurm. Ich hätte gesagt, eine Wellmöckschnecke oder eine Nacktschnecke oder so. Nee, ja gut, nee, das war nicht. Oh, das ist eklig. So. Ich fand's eher lustig. Ich habe einen Faden verloren. Jedenfalls fahren wir jetzt zu einem hoffentlich Schlafplatz, wo wir dann auch stehen können. Und fahren dann. Oh, mich schüttelt es immer noch, ey. Und fahren dann von da morgen früh zum Tätowierer. Und ich dachte, wie gesagt, ich nehme euch mal mit. In der Sekunde, wo ich anfange mit Filmen, geht das Licht aus. Aber wir wollen das ja so. Da müssen wir halt. Ach so. Du filmst jetzt schon. Was? Ja, aber wenn du mich beleuchtest. Oh. Ja, das ist gut. Du guckst nach da unten. Wir haben unseren. Na, ob da ein Auto kommt. Wir haben unseren Parkplatz gefunden. Hier ist niemand und nichts. Hier ist bloß gerade. Jetzt sieht man mich nicht mehr. Weil du Dark Mode anhast. Ja, und ich musste gerade die Reaktion auf das Brot begutachten. Was für ein Brot? Brot! Brot, komm ins Beleuchtung. Das Brot, was mit zu einem Wohnungsbrand genommen wurde. Und die anderen fanden es lustig. Und wir zeigen euch den mal morgen früh. Also, das macht jetzt gar keinen Sinn. Es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt hier irgendwas rumzuleuchten. Das ist ein ganz normaler Wanderparkplatz. Ne? Genau. Und ja, ich würde sagen, wir melden uns morgen früh wieder. Werden wir bei McDonald's frühstücken, dann zum Tätowierer fahren. Ich freue mich riesig. Und wir werden jetzt mal schlafen. Es ist nämlich schon spät. Guten Morgen, wir sind aufgewacht vom Wecker, tatsächlich nicht von der Helligkeit, obwohl wir nichts verdunkelt haben, übelst krass, bin ich immer wieder begeistert davon, früher konnte ich gar nicht bei Helligkeit schlafen. Ich zeige euch jetzt eben den Schlafplatz und wir fahren dann runter, was frühstücken. Oh, es ist ein bisschen kühl, aber wir können es ja gleich im Auto aufwärmen, also wir haben hier hinten in der Ecke geparkt. Wir haben das Auto nochmal umgeparkt, das stand erst andersrum, aber das ging von der Schräge her nicht so gut. Und dann ist hier halt überall so Wald, da hinten ist ein Wanderweg und hier ist der Parkplatz sehr unspektakulär, aber auf jeden Fall voll ruhig. Wir hatten unsere Ruhe und die zwei Autos sind auch erst heute früh gekommen, das habe ich sogar gehört. Aber sind wahrscheinlich Wanderer oder so. Auf jeden Fall stand kein weiterer Camper oder sonst was hier. Wir hatten wirklich richtig schön unsere Ruhe. Und jetzt fahren wir erstmal runter was frühstücken. Es ist nämlich um 9 zu spät. Wir frühstücken jetzt schnell noch bei McDonald's. Und haben es auch nicht mehr weit, so ungefähr 3 Minuten oder so. Und meine Haare gehen voll dafür, dass ich im Auto geschlafen habe. Kein Kommentar. Du siehst auch aus wie sonst. Mm-mm. Ich habe eine schöne Zimtschnecke und einen Donut. Und du hast einen McMuffin, richtig? Mhm. Schmeckt der? Ja. Das ist gut. Wir haben es geschafft, beziehungsweise ja doch, wir haben es geschafft. Also, ich meine, ich habe gelitten, aber Tim hat gesagt, er hat mitgelitten. Kann man so sagen, ja. Es war echt schmerzhaft.
tiefenentspannt da und es hat mehr gekrabbelt, als dass es wehgetan hat, aber trotzdem. Manchmal habe ich gehört, Stutze kriegt, weil du geschrien hast. Ja, es war wirklich das Schlimmste bisher und dabei war es nicht mal das Größte. Das andere an der Seite ist größer. Aber ja, das ist größer. Das sind von der, auch von der Anzahl der Worte, also zähl die Buchstaben und so. Und dann die Fläche, über die es verteilt ist, glaube ich, das andere ist größer. Ja, wir fahren jetzt erstmal zu Karl und zu Philipp Abendbrot essen. Und dann suchen wir uns einen neuen Stellplatz für die Nacht. In der Ecke, wo wir, als wir das letzte Mal hier waren, also als ich meinen letzten Tattoo-Termin hatte, da haben wir halt auch im Auto geschlafen und hier in der Gegend. Und in der Ecke, wo wir da geschlafen haben, da haben wir einen schönen Platz gesehen, der aber beide nicht belegt waren. Deswegen gucken wir da jetzt, hoffentlich ist der jetzt frei. Aber ich meine, es wird immer mehr Urlaubssaison, das Wetter wird besser. Also die Chance steht, glaube ich, nicht so gut. Aber der Platz, den wir letztens hatten, war eigentlich auch cool. Ja, und ansonsten stellen wir uns wieder dahin, dann kann ich euch den Platz da auch zeigen. Ich würde sagen, wir sind da. Und zwar an dem Schlafplatz, wo wir auch beim letzten Mal zwei Nächte gestanden haben. Da, wo wir eigentlich hin wollten, da waren Angler und die haben wir jetzt in Ruhe gelassen. Aber hier ist gerade ein Baum, also wir stehen irgendwie... Du kannst denn da klettern oder hier lang? Ich gehe hier raus. Ja, dann geh lieber hier raus. Ich bin lediert. Achso, du bist Krüppel. Nee, oh, danke. Nicht. Selber Krüppel. Ich stehe dazu. Wozu? Dass ich ein Krüppel bin. Achso. Ich zeige euch das Ganze nochmal von außen. Wir haben also... Nee, ich zeige es euch von außen. Das ist einfach. Also hier seht ihr erstmal den Blick. Wir gucken ja auf so ein Feld und hier verläuft eine Straße. Aber es ist eigentlich verhältnismäßig ruhig. Wir kamen von... Wo hast du mein Handy? Ja, das liegt noch im Auto. Wir kamen von da. Und der Weg führt eigentlich hier in den Wald hinein. Wenn man jetzt hier mal gerade ausgehen würde, würde man zu dem Kanal kommen. Hier ist eigentlich ein Parkplatz, aber es ist natürlich nicht so schön wie da. Hier ist nämlich so eine Einfahrt sozusagen. Keine Ahnung, was für eine Einfahrt. Hi. Hi. Aber ich finde es ziemlich cool. Man sieht das, wenn jetzt man von der Straße von da kommt, sieht man das hier nicht. Von da halt schon, aber das ist uns auch egal. Und ja, also ich finde es hier eigentlich ganz schön. Das klingt irgendwie ein bisschen schnell. Genau, und hier, also hier drüben darf man ja nicht reinfahren, aber hier stand halt gar kein Schild, deswegen ist das hier alles legal. So, wir haben uns in die Natur gewagt und haben gleich ein lebendiges Tier gefunden. Also, ich glaube, es ist lebendig. Hat die sich bewegt? Ja, die bewegt sich. Wollen wir jetzt warten, bis sie sich bewegt? Lass das arme Tier in Ruhe. Nee, ich will daneben. Hier, gucke. Süß. Die Arme. Und das ist ich habe nur meinen Fuß gehalten. Das ist eine Blindschleiche, ja? Ja. Ich habe doch nur meinen Fuß hingehalten, damit die sich bewegt. Okay. Wir gehen mal weiter, mal sehen, was wir noch für Tiere treffen.